so Römer. Jesus! What the fuck? Aber hey! Ich fühle mich unwohl. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42, spielen Amnesia Rebirth. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Rebirth und wenn euch das gefällt, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Die letzte Folge war ganz schön turbulent, Bob. Das Ende auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Lass doch jetzt mal bitte eine... Ich hab direkt die Frage... Oh Christ. Oh, dieses Baby, ey. Lass jetzt einfach mal eine ruhige Folge machen. Einfach mal... I can't believe this. Einfach mal ganz ruhig. I get even bigger. Was, wenn mein Bauch noch größer wird? Too many dark corners. I'll try to hold on, but... This will be difficult, little one. Wie sind denn wir jetzt hier wieder hingekommen? Weil... And how did you grow so fast? Okay. I hope you're all right. Weil ich meine, wir sind doch jetzt einfach nur durch eine lächerliche Tür gegangen. Hier ist nichts einfach so. Oha. Ich höre nichts auf dem Ding. Ja, ich auch nicht. Oh. Ich glaube, du musst da unten, weiter unten mal irgendwas... zurechtrücken. Nee, nee, schon so richtig reinstecken. Komm schon. Steck es richtig rein. Jetzt läuft's. Okay. Geil. Das sieht, wie gut so Laser Linsen. Soll alles so in die Mitte Zeug zeigen. Ja. Können die auch mal ein bisschen aufpassen? Warum kriegst denn du eigentlich die coolen Rätsel und ich muss vor irgendwelchen Sachen wegrennen? Weil ich Rätselmeister Butch bin. War noch nie anders. Das lässt sich anscheinend nicht. Vor allem ist auch ein bisschen kurz, das Ding. Ja, stimmt. Oh ja. Nee. Okay, also man muss sie erstmal irgendwie ausfahren. Cool. Hier muss der Orb rein, den wir zum Glück mitgenommen haben. Ah ja. It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal. Oh. Like in that laboratory, but... Pack den Orb weg. Big enough for us. Look, little one. I think this is a way out of here. Ja. I know it's crazy, but... Can we get it working? Aber es flashen auch Bilder vom Flugzeugwrack und ja, von diesem anderen Ding. Also ja. Nicht, dass wir uns irgendwie falsch teleportieren. Ja. Da hätte ich ja nicht so viel Bock drauf. Und warum... Warte mal. Warum stehen hier... Genau, warum stehen hier so Holzfässer und so? Mal gucken. Beobachtung. Gefäß, das Leiden auf Flasche und Gefäßen im Apparat im Portalkammer ähnelt, aber leer zerbrochen. Alter des Relikts unbekannt. Fertigungsqualität hoch, wie durch moderne industrielle Verfahren geschweißt oder gegossen. Spiralsymbol vom Podest der Leidener Flasche auch auf Tür in Nähe des Lagers, die zu Labyrinth-Gitterkammern unten führt. Apparate mit elektrischer Flüssigkeit betrieben? Oder Werkzeuge, um elektrische Flüssigkeit zu sammeln? Was? Da war Vitae. 22. Mai 1839. Dieses Ding ist hinter mir her. Es jagt mich seit Tagen. Aber ich halte mich von seiner Spur fern, also werde ich es schaffen. Ich kann am Rande der Wüste eine Siedlung erkennen. Ich komme näher. Ich kann sie sehen. Aber das bin nicht ich, es ist Abdullah. Ich sehe durch seine Augen, höre durch seinen Verstand. Auf mich selbst beschränkt sehe ich nur den Tod in den dunkelsten Schatten der Kugel gewandelt. 1839 passiert Dark Descent. Ja. An Alexander von Brennenburg. Wir hatten recht. Serzura gibt es wirklich. Ich habe eine Kugel aus dem Schrein in der Salzmine mitgenommen, aber der Schatten jagt mich und ich bin gefangen. Ich werde den Übertritt versuchen. Es ist mein einziger Ausweg. Halte meinen Namen fest. Lass es jeden wissen. Es war Herbert, der uns neue Welten zu entdecken brachte. Oh. Professor Herbert. Professor Herbert. Da
geil. Ich liebe es, dass das ja so, also auch diesmal einen deutlich stärkeren Bezug so zu Dark Descent auf jeden Fall hat. Nicht nur so Fanservice-mäßig, sondern genau, so schon so vernünftig. So, das hat hier wirklich was zu tun damit. Und weil das war ja in Machine for Pigs nicht ganz so stark, finde ich. Gibt es nämlich noch irgendwas anderes zu. Aha. Muss man jetzt im richtigen Moment drücken? Gut, dass du einfach drückst. This isn't working. Dachte ich mir schon. Ja, von oben muss erstmal der Kram da noch. Der Laser. Da liegt da noch? Ah, nee, das hast du schon gesehen. So, jetzt ist aber die Frage. Ach ja. Römisch. Stimmt. Römisch. Stimmt, wir sind durch. Wir sind eben bei der Jagd, sind wir durch so Römisch. Jesus! What the fuck? Aber hey! Ich fühle mich unwohl. Wir sind alle nackt. Waren nicht die Griechen nackt? Ich glaube, die Römer waren nicht nackt. Und hier sind Zelte. Die stehen noch. Ah, krass. Auch die Römer hatten Streichholz. Gut, Streichhölzer. Oh, hier ist was. Weiter runter. Hier. Was ist das da nichts gewesen? Okay. Öl. Was ist das? Robinson Crusoe. Naja, cool. Was jetzt nicht alles gibt. Daniel Defoe oder so. Abdullah. Khaled wird Daniels Pflichten übernehmen. Du hast unverzüglich mit der Ausgrabung der Seitentunnel zu beginnen. Reiße die römischen Mauern ein, wenn es sein muss. Sie sind belanglos. Untersuche alles Ältere. Wenn du mehr solche Symbole findest, wie die in dem Raum mit dem Käfig, dann lass es mich wissen. Aufzeichnungen, Schnitzereien oder Zeichen, die einem Amulett oder Armband ähneln, lass es mich wissen. Und solltest du einen runden Kristallstein finden, ist es dir bei Todesstrafe untersagt, ihn zu berühren. Lass mich unverzüglich rufen. Okay. Du bist schwanger, du bist zu dick. Ja, merke ich auch. Oh, der Bohrer. Ja, kann ich nicht benutzen. Wie in Amnesia Dark Descent, schön in den Kopf bohren. Oh ja. Okay. Was ist denn mit dem Baby schon wieder? Ist doch gut jetzt. We need to get out of here soon. Ja. Hey, Mama's hier. Ich mach ja schon. In dem Zelt da warst du noch gar nicht. Achso, ist das an? Also, du warst bisher in einem Zelt. Stimmt. Die Tür zu anderen Welten von T.A. Herbert, B.A. Hons, Master Hons, Frifsis. Vorwort. Während ich diese Memoiren schreibe, steht mein großes Vorhaben kurz vor dem Abschluss. Genau jene Schwelle, die sich den Mitgliedern unserer Gesellschaft seit Ewigkeiten entzieht, liegt vor mir. Und ich, Thurston Herbert, bin beinahe im Besitz des Schlüssels, der sie zu öffnen vermag. Welch unfassbare Schönheit, welch üppigen Paradiese mögen sich hinter dem Tor verbergen. Sicherlich wird es zu den Tiefen der Arktis, zu den megalithischen Bauten Brasiliens, an jenen Ort in unserer Welt führen. Aber vielleicht führt es noch weiter. Die Beweise sind vor unser aller Augen, schon seit den Tagen Adams. Ich nenne dieses Beispiel mit Absicht, denn sicherlich ist die Geschichte Adams die hebräische Wiedererzählung unserer ersten Ankunft, als wir aus dem Garten Eden in diese raue Welt gestoßen wurden. Hinter diesem Tor liegt der Garten, der Ort unserer Schöpfung, und ich werde der erste Mensch seit Adam sein, der die Texte einfach nicht fertig schreibt. Professor, ich glaube, dass das hier bloß ein Teil eines größeren Bauwerks ist. Das Archiv bezeichnet diesen Ort als Tor, aber es erwähnt auch andere Tore, wenn ich das richtig lese. Und hier ist ein Symbol, das ich als Ertrag oder vielleicht Ernte verstehe. Vielleicht hat das etwas mit diesem Samen zu tun? May 18, 1839. Ich hatte recht und es ist schwer hinzunehmen. Ein Mitraeum, darin eine Kugel, und mein Tölpel von einem Assistenten hat sie zertrümmert. Ich habe sie und ihn zu Brennenburg geschickt. Vielleicht kann noch etwas gerettet werden.
Was bleibt mir noch übrig? Hier ist ein Tor. Ich habe Vita hier, aber keine Kugel, noch keine Spur von dem Objekt, das Brennenburg das Amulett des Reisenden nannte. Dieser Ort ist ohne Zweifel Teil von etwas Größerem. Diese Räume sind nicht die letzte Ruhestätte ihrer großen Königin, egal was die Legenden sagen. Sie sind bloß eine Speiche an einem Rad. Welche Geheimnisse birgt die Narbe? Ich will mal wieder was anzünden. Ich finde dieses, dass die andere Welt Garten Eden und so war. Ja. Sowas finde ich sehr interessant. Ja. Weil es würde bedeuten, dass die Menschen nicht ursprünglich auf der Erde waren, sondern von diesen Viechern, das andere Zelt da, das saß. Ja, ja, ich weiß. Sondern dass die Menschen ja dann erst auf die Erde gekommen sind durch die. Ja. Durch irgendwelche krassen Zivilisationen. Ätherischer Resonanzkörper, genau. Einstellen, Schalter für ätherischen Fluss, Portalkammer, Fokussteuergerät, auch klar, Sockel, Schild der Kugel, Energiespeicher, den brauchen wir auch noch. Okay, also wir müssen das Teil richtig einstellen. Das sollte klar sein. Aber nur eins? Alle drei? Also das da links, rot eingekreist. Ah, hier in der Zeltkammer sind wir gerade. Ah, und dann ist das da, und das hier ist das Zeichen für das Energiespeicher-Ding? Ja. Oder, also weiß ich nicht. Okay. Kaleb, das Wichtigste ist eine vollständige und präzise Abbildung der Symbole in dem Raum mit den Säulen. Schenke der Zeichnung deine volle Aufmerksamkeit. Ich wünsche sie morgen beim Aufstehen fertig vorzufinden. Achte besonders auf das Symbol, das ich als Samen gekennzeichnet habe. Ich glaube, das ist die Kristallkugel, nach der ich suche. Für einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort wirst du reich belohnt. Hm. Naja, hat ja wohl dann nicht so gut geklappt. Hm. Tja, der Idiot hat seit zerbrochen. Kaputt gemacht. Und was lag da denn auf dem Boden? Bitte? Da lag eben irgendwas auf dem Boden. This is Richard. Lisa. He was here. I don't care. Aber warum skippst du das denn? Hab ich nicht. Echt? Richard und Alex. Also nicht absichtlich. I don't remember why. BJFF? Wie dieses Türöffner-Ding. Bitte. Da. Ja, da muss was rein. Ja. Suchen wir mal. Wo wir es herbekommen. Wird schon irgendwo was geben. Denke ich doch. Ja, ansonsten müssen wir irgendwen foltern. Achso, hier, da, wo du runterrutschen kannst, da links. Das Loch. Stimmt. Wahrscheinlich nicht mal rutschen, sondern. Ach ja, hier, durch die römischen Mauern durch und so. Was ist das für eine Abbildung? Hm. Die Musik ist weg. Ganz schön weg. Unangenehm. Unangenehm weg, ja. Komm, hört doch mal auf, immer diese Türen verschlossen zu haben. Wo sollen wir denn jetzt hin? Also hier gab es doch nichts anderes, oder? Nichts gesehen. Okay. Gott, war das gerade laut. Immer ist das so laut alles. Da drüben? Aber ist ja auch Sackgasse. Komm nicht weiter. Hm. Achso, da ist ja noch was. Nee, und die Fackel brennt. Achso, hab ich auch angemacht. Stimmt. Ja. Bei dem sagen. Okay. Gut. Suchen wir mal. Die römischen Mauern durchbrechen, wenn du irgendwas gegen eine Wand irgendwie haust. Gibt es irgendeine Wand, die brüchig aussieht? Die flackert da auf jeden flackert Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht aus diesem Grund. Was ist.
Dahin, genau die Blöcke, die meinte ich vorhin. Da hast du noch rechts irgendwas übersehen. Da rechts ist irgendwo. Ah nee, das ist noch ein Stück Holz. Das ist nichts. Aber ist dahinter? Weiß man nicht. Schade. Glaube ich nicht. Ich gehe da nochmal in den Vorraum hier. Ja. Da oben links. Jetzt links. Da. Da oben drauf? Ja. Ja, okay. Also, schätze ich mal. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinjumpen können. Ah. Ja. Schade. Aber kannst du es anfassen? Oder so? Oder? Nee. Ich komme ja nix. Was ist das für ein Kark? Ach so. Das kannst du an den Zaun hinstellen oben. Oben nicht. Hier willst du das. Ja, hier so, kann ich ja. Könnte klappen, ne? Oder auch nicht. Schon weiter, oder? Hier ist eine Leiter. Ach so, das ist eine Leiter. This place is so strange. Who on earth built it, do you think? Who on earth? Ja, mit dem Baby ist mir gerade ein bisschen... Ja, das nervt, weil das bringt gar keine Infos. Ja. Also... Ja, weiß ich nicht. Da sind bestimmt Streichhölzer drin. Siehste. War doch klar. Das ist echt dunkel. Ja, es ist schon dunkel. Aber es ist noch die Safe Room Musik. Die. Na, hast du eben eine Kiste? Ich glaube, da war noch eine Kiste. Kiste hinter dir noch. Da. Ich muss jetzt die Sachen runterräumen, es ist zu schwer. Oh Gott. Aha. Naja. Wenn du mich nicht hättest. Alles klar. Sag ich mal, nächste Folge darf Bob wieder weitermachen. Nicht klicken. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, in der Bob dann hier weiter nach dem Schlüssel irgendwie suchen darf. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.